Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction auf meinem YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um verdammt die Fans gehen echt. Gehen jetzt mit einem Klick. Okay. Ja, die Sache mit dem Deepfake finde ich halt sehr schwierig, ja, weil du kannst halt Fotos faken und dann stehst du halt in einem Licht da, wie du gar nicht dastehen willst. Sorry. Vor allem, wenn es darum geht, und wenn es um Straftaten geht, ja. Also, kannst quasi jemanden, der eigentlich, jemand ein Bild von, jetzt habe ich Schluck auf, ein Bild, wo jemand anders ersticht, nehmen und da das Gesicht von dem Täter kannst du ändern. Es wurden auch bis jetzt sehr viele Deepfakes schon von Merkel, Scholz und sowas gemacht, einfach nur, was ist das denn gerade, um die in ein schlechtes Licht darzustellen, damit man halt weiterhin sagen kann, die Regierung ist Kacke und so ein Kram. Ich meine, ja, die Regierung ist jetzt nicht gerade das Beste, das Gelbe vom Ei. Aber wir müssen damit leben jetzt erstmal. Okay. Und bald sind ja wieder Wahlen und dann kann man gucken, dass man einige Parteien nicht mehr wählt. Einige Parteien sowieso nicht wählt. Gucke ich mal bis auf die Rechte. Ich will ja eigentlich ganz politisch machen. Wir gucken jetzt das Video. Here we go. Alexi, Bexi. Nom, nom, nom. Hey, ihr Arschwassersammelnden 30 Grad Gutheißenden. Ich weiß, dieses Video buddelt schon wieder in künstlicher Intelligenz herum, aber das hat auch so seine Gründe. Videoschneiden macht bei der Hitze keinen Spaß, weil ich weder Klimaanlage noch genug trockene Klamotten habe. Und ich habe was entdeckt, das nicht nur ultra interessant, sondern ich weiß, auch ultra gruselig ist. Ich weiß, das war gerade nur Wasser und trotzdem. Was ist das? Social Media geistern seit ein paar Tagen solche Aufnahmen hier. Oi, Huey. Die kommen alle von einem neuen Tool namens Deep Life Cam. Jedoch nicht zu verwechseln mit dem schon älteren Tool Deep Face Live. Also mit diesem Deep Life Cam Tool kann man halt deepfaken, aber scheinbar ziemlich gut deepfaken. Tja, das ist doch langweilig. Deepfakes sind doch älter als die Freundin mancher Streamer. Ja, das stimmt. Aber, auf wen wollte der da gerade hinaus? Funktioniert in Echtzeit. In Echtzeit. Und das mit nur einem einzigen Ausgangsbild. Zumindest in der Tür, also zumindest schreibt sich das dieses Tool groß auf die Fahne. In wohl auch gottlos guter Qualität und, das für viele wahrscheinlich entscheidendste Argument, es ist komplett kostenlos. Und okay, kann bei GitHub für gefühlt alle aktuellen Computer heruntergeladen werden. Selbst für Apple? Einfach so? Tja Leute, es wird mit AI so langsam. Oder wie ihr sagen würdet, wir sind echt cooked. Nein, guckt! Zumindest wird diese App durch Social Media gescheucht. Auf der einen Seite als der Weltuntergang aus dem Bilderbuch, auf der anderen Seite aber auch als das aufregendste Ding seit Michael Jacksons Thriller-Album. Aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwelche Scammer brauchen jetzt nur noch ein random Foto von euch und können dann eure Oma an... Digga. Also, Digga. Ich weiß, du bist schon ein bisschen älter. Ich glaube, du bist sogar tatsächlich in meinem Alter ungefähr. Einmal so zwischen 34 und 38, ja? Aber wer zur Hölle benutzt heutzutage noch diesen Screensaver? Also ich kenne niemanden mehr, der das noch benutzt. Ich glaube, ich habe das immer auf meinem PC. Wirklich, Alex? Alex, sie wechseln. In der Hoffnung, ein bisschen Kohle abzuzwacken, ohne dabei zu wissen, dass sie vor Schreck tot umfallen wird, weil ihr schon vor langer Zeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen seid. Aber ohne Witz, in Zukunft wird es wahrscheinlich nur noch eine zuverlässige Methode geben, um sicherzustellen, dass euer Gegenüber echt ist. Freundschaft, Intimität, sowas. Also so nach dem Motto, bevor wir jetzt weiterreden, sag mir doch bitte kurz, wie viele Leberflecke ich unter meiner linken Fußsohle habe. Oder was ich dir vor 2 Tagen beim Sex ins Ohr geflüstert habe? Ja, das sollte Imposter aktuell zumindest noch zuverlässig ausschließen können. Aber falls euer Fake-Gegenüber sowas auch weiß, dann habt ihr noch ganz andere Probleme. Ich möchte mit euch also gemeinsam in diesem Video mal dieses gehypte Deepfake-Tool installieren und ausprobieren. Und dann schauen wir gemeinsam mal, ob es was taugt oder vielleicht auch eher nur heiße Luft ist. Und da es ja um künstliche Intelligenz geht, macht so ein PC vielleicht doch mehr Sinn als mein Windows Ryzen 7 5700X. Hey, den habe ich auch. Aber ich habe eine RTX 4060 Ti mit auch 12 GB. Na gut. Oder habe ich 16? Ah, steht ja leider gar nicht. Aber ich habe die Ryzen 7 5800. Oh, 5700X. Ich habe die 5800X. Okay. Ich habe ein bisschen besser.
Und ich habe 64 GB RAM, aber wie viel RAM man hat, ist halt unwichtig. Es kommt halt immer drauf an, wie schnell der RAM ist. 95 Mac? Okay, also was brauchen wir, um das alles zum Laufen zu kriegen? Ich meine, im GitHub steht ja eigentlich alles Wichtige. Also Plattform einrichten, Python, Pip, Git, FFmpeg, Visual Studio 22 Runtimes, Repository, Models, Dependencies, Senf. Was ist das alles? Wisst ihr, in Matrix hat man sich noch Stäbe in die Köpfe gesteckt, aber in 2024 reicht auch die Strahlung einer Aufnahmekabine. Okay. Kann losgehen. Also unser bester Freund wird heute die sogenannte Windows PowerShell. Das ruft dir einfach über das Startmenü als wichtig Administrator auf. Das Ding sieht absolut unspektakulär aus, kann aber eine ganze Menge. Auch krasse Sachen, aber so krass, dass die Bildschirme explodieren, wird's heute nicht. Weil dafür bin ich bei dem Thema viel zu dumm. Zumindest stellt euch dieses abstrakte PowerShell als eine Art Spielekonsole vor. Nur ohne Spiele. Also funktioniert als Konsole auch so, ist nur ein bisschen langweilig. Okay. Damit wir also mit dieser Konsole überhaupt spielen können, müssen wir uns erstmal für ein Spiel entscheiden. Es gibt viele Spiele für die PowerShell, aber in unserem Fall nennt sich das Spiel Chocolatey. Chocolatey. Sozusagen ein textbasiertes Spiel, in dem all die Level enthalten sind, die wir bis zu unserem Deep Life Cam Endgegner brauchen bzw. durchspielen müssen. Also installieren wir das Spiel doch einfach mal mit dieser Codezeile hier. So, und das sind auch keine fancy Spezialcodes oder so, die könnt ihr jederzeit googeln. Unser Hauptspiel ist jetzt also installiert und wir können uns jetzt durch die einzelnen Level hangeln. Angefangen also mit Level 1, Python, die Programmiersprache. Python. Das holen wir uns einfach mit der Installationskommandozeile. Es dauert ein Momentchen, aber es ist schnell geschafft, keine Sorge. Und dann seht ihr, hat geklappt. Und mit diesem Code hier geht's auch schon ins zweite Level. Git. Also so ein Git ist sozusagen ein Backup-System, das ständig Schnappschüsse von Dateien macht, falls irgendwas auf dem Weg schief gehen sollte. Und wenn das Ding durch ist, dann seid ihr auch schon im dritten Level. FFmpeg. Das kennen manche von euch sicherlich schon auf andere Art und Weise, aber hier holen wir uns das Ding mit der Befehlszeile sozusagen hinten rum. Und sobald es fertig ist, hechten wir auch schon ins vierte Level. Visual Studio 22 Runtimes. Es hat irgendwie Vibes wie Modellbezeichnung von Sony-Kopfhörern. Das sind Bibliotheken oder nennen wir es einfach mal Mods für ein Level, die wir brauchen, damit der Endgegner später vernünftig angezeigt wird. Ja, ihr könnt GTA auch nicht in diesem Realismus-Look-Mod spielen, wenn der Mod nicht drauf ist. Ihr installiert erstmal so ein Grundprogramm und in diesem Programm wählt ihr dann aus, was ihr noch so braucht. In unserem Falle wäre es zumindest dieses Desktop-C++-Paket. Und wenn die Handvoll Gigabyte runtergeladen sind, dann haben wir die Hälfte auch schon durchgespielt. Puh, was für ein wildes Gameplay bis hierhin. Fühlt sich eigentlich genauso falsch und genauso woke an wie das von Star Wars Outlaws. Nee, Spaß. Eigentlich freue ich mich schon ein bisschen auf das Game. Also für die zweite Hälfte, um zu unserem Deep Life Cam Endgegner zu gelangen, müssten wir jetzt Grafik. Eigentlich habe ich mir gesagt, das nächste Star Wars Spiel will ich auch spielen, ne? Kommt auf die Liste, wird aber später gezockt, glaube ich. Eine Unterstützung anfordern, weil nur mit der CPU kommen wir nicht weit. Also installieren wir für das fünfte Level das CUDA Toolkit von Nvidia. Bis das fertig ist, dauert es auch eine Weile und es ist am Ende für den Otto-Normal-Idioten stinklangweilig. Tja, it's like magic. Im sechsten Level müsst ihr nun das Repository klonen, also auf euren Computer installieren. Dazu kopiert ihr einfach den GitHub-Link zusammen mit dem Git-Clone-Befehl in die Kommandozeile und fertig. Mein Gott, das ist irgendwie so repetitiv, ich fühle mich schon wie bei so einem schlechten Rollenspiel. Eine neue Quest. Gehe dorthin und hole etwas für mich ab. Und bring es wieder dorthin und hole es wieder für mich ab. Es gäbe noch alternative Forks, also sozusagen alternative Versionen, in denen zum Beispiel Module hinzugefügt sind, um sowas wie einen Kamera-Input selbst auszuwählen oder so. Am Ende könnt ihr eigentlich eine zu euch passende Fork auch selbst aussuchen. Aber jetzt, im siebten Level, müsst ihr euch der Herausforderung stellen, vorgefertigte Modelle in das richtige Verzeichnis zu kopieren. Ist ganz einfach. Das Gun ist dabei ein auf Gesichter vortrainiertes generatives Modell und der InSwapper ist sozusagen der Gesichtstauscher und die kopiert ihr dann einfach ins Model-Verzeichnis von Deep Life Cam. Und wo das Verzeichnis genau ist, das seht ihr in der Kommandozeile. Ich habe es zum Beispiel an einem sehr dummen Ort platziert. Nein. Im achten Level erledigen wir jetzt nur noch die Abschlussarbeit. Das heißt, ihr wechselt jetzt mit dem Good Old CD-Command ins Deep Life Cam Verzeichnis und installiert jetzt mit diesem Pip-Befehl alle Dependencies, Abhängigkeiten. Und
fucking finally fertig. Jetzt heißt es nur noch ausführen. Starten wir das Ding mit dem CUDA-Startbefehl. So. Ist es hässlich oder eher zweckmäßig? Zumindest das ist jetzt das Deep Live Cam Tool, vor dem ganz Social Media aktuell Angst hat oder begeistert ist. Ja, der Weg bis hierhin ist schon irgendwie anstrengend, aber es wird wahrscheinlich nicht leicht, weil auch das Haus und eine simple One-Click-Handy-App wird. Naja, ist das Ding denn jetzt so krass? Da ich gerade gesehen habe, dass OBS ziemlich viele Ressourcen frisst bei der Bildschirmaufnahme, dachte ich mir, okay, ich mache das hier mal aus und wechsle für die Bildschirmaufnahme jetzt mal auf eine Kamera. Also als erstes brauchen wir ein Bild. Also vielleicht irgendwas random aus dem Interview. Jim Carrey. Oh, nice. Da war selbst Jung richtig handsome. Ach, ich würde sagen, das Bild hier ist schon sehr Jim Carrey. Fügen wir das mal hinzu. Da ist es. Aber bevor wir diesen Live-Modus starten, lass doch erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Weil man kann nämlich auch ein Video rausrendern, indem man ein Target angibt, also eine Datei. Output. Start. Und dann steht hier nach ein paar Sekunden fertig. Okay. Und wenn ich mir das Video jetzt angucke. Also zugegeben, so Lichtverhältnisse sind schon echt geil. Aber alles andere sieht einfach nur weird aus. Ist doch weird, dass die Frames so im Arsch sind. Warum ist das so? Weil da gibt es noch so einen Knopf. Face Enhancer. Es lädt. Mein 16-Sekunden-Beispiel-Video dauert jetzt nicht nur ein paar Sekunden, bis es fertig ist, sondern ein paar Minuten. Oha, oha. Oha. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Das was? Also das bei so einer einfachen Bildvorlage schon hinzubekommen mit nur einem Knopfdruck. Ey, ohne Witz, ich mach's einfach mal alles an. Das. Mal öffnen. Okay. Okay, das ist schon gut. Das ist schon schneller, also man sieht hier zwar schon an den Ohren, dass einiges vom Originalbild übrig bleibt, in Anführungszeichen, aber der Mund ist jetzt schon deutlich besser, Zähne und so. Ey, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie man früher gedeepfaked hat, solche Videos, selbst so kurze Videoausschnitte, wo noch immer so diese Gesichter die ganze Zeit gezeigt wurden in so einem Tool und wie viele Stunden das gedauert hat, bis auch nur ansatzweise irgendwie so ein halb vernünftiges Gesicht auf ein Videomaterial geklatscht wurde, ist das pervers. Einfach nur ein Knopf. What the fuck? Oh Gott, ich sag euch, diese One-Click-Handy-App ist nicht mehr weit weg. Aber immerhin, das zeigt uns, es ist alles richtig installiert und es funktioniert. Das heißt, wir können jetzt ja mal live ausprobieren. Live. Es ist so schrecklich. Oh, das ist das Live-Bild. Aber es ist voll am Leben. Auf jeden Fall ruckelt das jetzt wie nix, aber es würde in live funktionieren. Sieht ja fast schon in live besser aus als über das outgeputtete, gerenderte Video. Sachen ausmachen. Oh, jetzt ist es deutlich flüssiger. Krass. Hallo. Jetzt sieht man schon, dass die Auflösung des ersetzten Gesichtes schon deutlich runtergeht. Aber wenn man das Live-Bild jetzt in irgendwie Microsoft Teams oder sowas reinsetzen würde, dann würde man es wahrscheinlich gar nicht erkennen, weil da die Übertragungsqualität bei den allermeisten sowieso Arsch ist. Wenn man einen Computer erstens hat, das Bild ist ja relativ klein. Man würde kaum erkennen, dass da zum Beispiel die Ohren nicht richtig drin sind und sowas. Hätte der noch ein bisschen krasser ist als meiner, ja, keine Ahnung, mit 40-whatever-Karte und so, bla. Dann würde diese Live-Vorschau noch mehr Frames ausspucken. Arnie. Alter, was? Get to the chopper. I'll be back. Ryan Reynolds. Welchen Ryan wollen wir nehmen? Den aus Van Wilder-Zeiten oder den aus Deadpool-Zeiten? Den jüngeren. So, macht eigentlich keinen so großen Unterschied zu meinem Gesicht. Tja, ich bin auch von Natur aus schön. Aber was ist, wenn ich jetzt weiblichen Mitmenschen impersonate? Jetzt wird's interessant. Blake Lively. Ach du Kacke. Wild. Oh, mit so Kommunikation, Teams, Zoom, bla verbinden. Weil eigentlich kann es ja gar nicht so schwer sein. Ich mach das erstmal an. Quelle. Boah, meine Grafikkarte ist am Brennen, ey. Virtuelle Kamera, ja. Lol. Stimmverzerrer ist auch an. Scheiß Laberplattform. Virtuelle Kamera, genau. Als Mikrofon auch den Stimmverzerrer einstellen. In einer Konferenz beitreten. Let's go! Hey Leute, ich bin's Blake. Schön, dass ihr da seid. Und sorry, dass es so ruckelt. Das WLAN ist hier echt schlecht. Aber ich wollte euch nur sagen, Deadpool und Wolverine ist der beste Film des Jahres. Okay, tschüss! What the fuck? Das ist geil. Oh Gott, also für okay. Die Technik, die ich hier habe, ist das schon echt eine Menge Arbeit. Also das, was alles nebenbei läuft, das Live-Preview, die virtuelle Kamera von OBS, der Real-Time-Voice-Changer und bla. Also wenn man jetzt noch krassere Hardware hätte, dann könnte es sehr wahrscheinlich ein ganzes Stück flüssiger laufen. Ich meine, wir wissen alle, die Qualität von diesen Scheißprogrammen wie Zoom und Teams ist meistens so arsch, beziehungsweise die Webcam von so einem Durchschnittsnutzer solcher Programme ist so arsch, dass es gar nicht auffallen würde, dass es ein bisschen pixelig ist, dass es so ein bisschen ruckelt. Man kann sich immer noch rausreden mit, das Internet, die sind nicht so geil, oder...
Man besorgt sich halt so ein Ding und nicht so eine in Anführungszeichen gute Kamera, wie ich habe, um so einen Face-Swap zu machen. Ja, warte. Seht ihr, was ich meine? So, da. Ich habe diese schäbige Brio einfach mal in den Standardeinstellungen angeschlossen und da, genau das meine ich. Genau das meine ich. Man kann sich diese technologischen Noch-Kompromisse auch zunutze machen, weil es halt auch oft so aussieht. Und dann hopsi genomus maximus. Und wenn ich jetzt hier aus Spaß auch noch den Face-Enhancer mit der Brio anmache, dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch, oh je, wenn das jetzt flüssig laufen werde, wir werden alle guckt. Nein, immer noch guckt. Zumindest, es funktioniert, es würde gehen. Also nicht nur dieses eine Bild, das man irgendwo random im Internet gefunden hat, sondern entsprechend auch, wenn man die richtige Stimme gefunden, trainiert und vielleicht auch seine eigene Interpretation dieser Stimme angepasst hat, kann man daraus ein Gesamtpaket machen, bei dem man sich dann denkt, shit, ist das jetzt fake oder vielleicht doch echt? Aber ist das jetzt gut? Naja, aus technischer Sicht auf jeden Fall. Es zeigt uns, was alles möglich ist, was alles gehen kann mit sowas hier. Aber wenn es um alles andere geht, ist es einfach nur eine Riesenscheiße. Weil wer es drauf ankommen lassen will, der kann mit solchen Tools jetzt und mit entsprechender Hardware und auch mit ein bisschen Übung im Grunde alles und jeden so richtig hops nehmen. Das bedeutet für die Zukunft Medienkompetenz. Medien bedeutet nicht nur Fernsehen und Radio. Medien bedeutet alles Mögliche in digitaler Form, was sie so konsumieren können im Alltag. Medienkompetenz wird um ein Vielfaches wichtiger, als es eh schon ist und sowieso von niemandem wirklich gelernt wurde und auch weiterhin in Schulen und so nicht beigebracht wird. Und altertümliche Verifizierungsmethoden werden in naher Zukunft wahrscheinlich wieder einen riesen Hype bekommen. Oh Gott. Also, ich sehe da große Probleme drin, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn das schon so gut klappt, wird es in ein, zwei Jahren noch besser klappen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja gut. Ja, keine Ahnung. Ich sag aber mal, was haltet ihr von den ganzen KI, Deepfake, Face-Swap und was es dann noch so gibt? Schreibt das mal in die Kommentare. Das war's erstmal mit dem Video. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.